Extreme Heights ist der Name der Map und Extreme Heights ist auch der Name des Pfads hier drüben. Wir sind also dort, am höchsten Punkt. Noch sind wir nicht da, aber der Weg hier wird uns garantiert darüber führen. Hey Leute, herzlich willkommen zurück im Extreme Heights. Wir haben einen kleinen Sonnenuntergang hier und einen schönen Mondaufgang, Halbmond, sehr cool. Und das bedeutet für uns, wir gehen als allererstes mal eine Runde schlafen. Nebenher können wir was essen. Ich finde das so geil. Das haben sie wirklich mal effektiv gemacht, dass man einfach mal so nebenher eine Runde futtern kann. Im Schlaf. Wer kann das bitte nicht? So, wir haben einen neuen Rekord letztes Mal gefunden. Das ist richtig cool. Und wir haben immer noch nicht neue Pfeile. Irgendwas machen wir falsch. Und wir haben auf jeden Fall auch nicht mehr so viel zu essen. Das heißt, hier wird erstmal nachgelegt. Dann haben wir auch nicht mehr so viel zum Bauen. Da legen wir jetzt ja mit Sandstone nach. Und dann würde ich sagen, wir nutzen den Tag aus. Fackeln haben wir auch keine mehr. Es geht bergab, es geht bergab. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen weiter erkunden. Ich hatte das letzte Mal gesagt, dass wir mal diese kleinen Dinger da ein bisschen kontrollieren müssen. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier rüber. Über unsere richtig coole Brücke. Boah, wenn ich jetzt hier runterfalle. Ich bin einfach tot. Und gucken, ob da irgendwas drauf ist, was man von hier oben vielleicht entdecken könnte. Könnte ich mir gut vorstellen. Im Sinne des Map-Erstellers. Optifine zu, mach's möglich. Wasser. Wasser? Na, wir müssten eher da hoch, um zu gucken. Ich kann mir auch vorstellen, dass da oben noch was drauf ist. Das heißt, wir gucken heute mal, ob wir da lebendig drauf kommen. Und dort am besten schnell, weil solange ich noch genug Nahrung habe, habe ich damit auch überhaupt keine Komplexe, hier durchzusprinten wie so ein Verrückter. Interessant ist auch, wir sind hier oben, aber wir waren noch nie da unten. Obwohl das verdammt geil aussieht, Mann. Ich will da auch mal hin. Wir haben immer noch keinen Durchgang über die Berge oder sowas. Das heißt, wir dürfen jetzt noch mal eine Runde klettern. Das ist echt ein bisschen bescheuert, also ich weiß ja nicht, wie lange wir uns hier aufhalten. Also ich denke mal nicht, dass wir allzu lange in der Sandwelt hier unterwegs sein werden, weil ich, naja, ich habe hier noch nicht, ist hier noch mehr? Ah ne, das war nur das. Weil ich hier noch nicht irgendwie das entdeckt hätte, was berechtigen würde, dass wir jetzt hier die nächsten Stunden lang rumrennen. Bis jetzt hatten wir immer so einen richtig fixen Weg, also so einen festen Weg. Die Berge hoch und sowas, das war immer eigentlich vorgegeben. Aber so inzwischen, das ist alles hier so Open World, hier muss man eigentlich nicht alles mitnehmen. Das ist einem freigestellt. Das Einzige, was man wirklich machen muss, ist gucken, dass man nicht in diese riesen Löcher hier reinfällt. Weil sonst, na, ich glaube, nee, da hast du keine Chance, hier irgendwie zu überleben. So, wir gucken uns als allererstes diese Dinger hier drüben an. Nee, das scheint tatsächlich nicht so, als wäre da noch mehr drauf. Gut, komme ich hier runter, ohne zu sterben? Ja, komme ich. Dann kann ich nämlich hier vielleicht irgendwie weiterkommen. Gucken wir mal. Das sind alle so kleine Türmchen hier. An die kommt man aber auch nicht wirklich hoch. Ah doch, hier könnte man vielleicht hochklettern. Und ein bisschen Jump'n'Run geht das schon. Und was haben wir da drüben? Einen Zombie. Ohne Zombie-Textur. Ah, da könnte man vielleicht irgendwann runterklettern. Gott, da unten ist so dunkel. Das wird die Hölle werden. Unser Creeper da unten hat uns inzwischen übrigens auch entdeckt. Aber das soll uns jetzt nicht so Verhängnis werden. Wir gucken erstmal weiter rum. Okay, das sind einfach nur immer die Fußteile. Von diesen Bergen, könnte man sagen. Und hier haben wir einen Haufen Redstone. Das finde ich natürlich auch extrem geil. Ist der Creeper inzwischen weiter? Nö, eigentlich nicht. Gut, dann können wir mal eine Runde Redstone abbauen. Ich habe immer noch Respekt vor dem Creeper hier. Der sprengt mich noch einfach mal so hier hoch. Noch hat er mich nicht gesehen. Ich weiß nämlich nicht, ob er mich nicht gesehen hat. Wenn er mich nicht gesehen hat, ist es nicht weiter schlimm. Ansonsten haben wir ja auch Pfeile und können ihn so hochjagen. Weil so ein Creeper in solcher Höhe, der ist nicht wegen der Gefahr gefährlich. Also nicht der... Ach, was habe ich gerade gesagt? Der ist nicht wegen der Gefahr gefährlich. Ja, nicht wegen der Explosion gefährlich, sondern der ist gefährlich. Vielleicht können wir ihn nachher mit einem gezielten Schuss runterjagen. Das könnte auch noch sein. Weil er dich vielleicht irgendwo... Oh, was war das denn? Weil er dich vielleicht irgendwo runterschmeißen könnte. Das ist so das, weswegen ich Angst vor dem habe. Ansonsten, was wir gerade gehört haben, war mein Winra. Das hat nämlich gerade was Großes komprimiert. Ich nehme nämlich halt nämlich immer meine alten Audioaufnahmen. Die spare ich mir immer auf. Und da die als WAV-Datei sind und ich keine Lust habe, die alle umzurendern, komprimiere ich dann immer die als Winra-Datei. Zack, das war's. Schön gecreeft mal wieder. So, was haben wir hier noch? Nochmal so ein großes Loch mit nochmal einem Creeper drin.
Und der da drüben rennt immer noch munter im Kreis. Wir hatten hier aber auch mal irgendwann vor langer Zeit mal einen Zombie. Ich kann mich ein bisschen dran erinnern, dass da mal einer war. Inzwischen dürfte der auch schon verbrannt sein oder Geschichte oder irgendwo anders hingelaufen sein. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr, das heißt, wir gehen weiter. Da wird mir mal wieder meine Uhr hier zum Segen, weil ich einfach sehe, wo was abgeht. Ah ja. Und so kommt man runter. Ich wusste doch, dass man hier irgendwie runterkommt. Spielt noch jemand hier in dieser Map? Habe ich was verpasst? Ahmed. Was geht hier ab? Alter? Ein Haus? Ja, da haben wir umsonst die Dreckshütte da hinten gebaut. Hättest du mir mal erzählt früher, hey. So eine Scheiße. Boah, da unten sieht's voll geil aus. Ja, geil. Sind wir umsonst hier? Boah. Ah, man kommt über den Weg dann rüber. Ja, macht Sinn. Macht extrem Sinn, Leute. Ja. Mit Iron Golem. Das hat was mit Villagern zu tun. Und da hinten ist der An. Ah, ja. Okay, Leute. Was ist da unten für ein Spawner? Man kennt's nicht. Schade. Auf jeden Fall sehr geil. Also, jetzt wissen wir auch, wie das hier weitergeht mit einer Spinne. Alter, das glaubt mir keiner, wenn ich das nicht auf Video hätte. Ich bin gerade tatsächlich Alter, ich bin über eine Spinne drüber gesprungen. Ist das eine neue Disziplin oder sowas? Oh mein Fa. Okay. Das wird nochmal so ein Lava-Angriff meinerseits werden, glaube ich. Bis ich da unten alles getötet habe, das wird lange, lange dauern. Gut, aber für uns heißt es jetzt, wir wollen diese eine Villager-Hütte da drüben entdecken und uns nicht mit dem Iron Golem. Jetzt sind auf einmal Skelette hier. Tse. Uns nicht mit dem Iron Golem anlegen. Und dafür müssen wir erstmal auf die Höhe kommen. Und da kommt mir dieser Weg hier zwischendrin eigentlich gerade relativ gelegen. Da können wir uns vielleicht mit ein bisschen Geschick und ein bisschen mehr Sandstone hochbauen. Also das Geschick ist gleich 0, deswegen brauchen wir mehr Sandstone. Jedenfalls kommt es mir gerade so vor. Ah, nee, das geht gerade relativ gut noch. So, jetzt machen wir hier einen hin. Dann hauen wir hier weg. Ah, dann sind wir schon auf einer passablen Höhe. Zack, zack. So. Und dann sind wir hier da. Gut, es ist noch genug Tag, damit sich noch keine Komplexe bekommen. Da haben wir Gold drin, ist auch sehr cool. Ja, jetzt müssen wir uns doch noch ein bisschen weiterbauen. Dann nehmen wir jetzt hier den da weg und den da weg und den da weg und setzen hier einen hin. Hauen dann den weg und sind auch schon wieder weiter oben. Ich komme ja nie wieder runter, glaube ich. Und schon sind wir oben angekommen. Hey, diese Hütte da drüben, ne? Das ist so für mich gerade der Moment des Awesome. Der Moment der Epicness. Ich kann noch so mehr so Gamer-Wörter reinbringen. Nee, im Ernst, das ist irgendwie so, what the fuck? Ich meine, guckt euch mal unsere Hütte an, ja? Und jetzt guckt euch die Hütte an. Ich will ja nichts sagen, aber naja. Das hat sicher ein Extreme-Heights-Spieler vor uns dort gebaut. Und sicher lebt er noch. Er hatte immerhin einen Iron Golem. Vielleicht hat es der Iron Golem gebaut. Ja, da drüben haben wir einen Spawner. Mit dem ich mich eigentlich jetzt nicht anlegen möchte. Bye bye, Baby. Jetzt dachte ich gerade, ich bin tot. Wir haben überall ein bisschen Gold drin. Gold können wir jetzt zwar an sich so hier nicht in der Map gebrauchen, aber man kann es ja trotzdem mal abbauen. Solange meine Spitzhacke das zumindest noch mitmacht. Ja, genau hier ist es. Cool. Okay, und sonst schon sind wir oben. Leider ist der Tag jetzt nicht mehr so lang, weil dieses Aufsteigen hier echt Zeit benötigt. Können wir auch ein bisschen hier unten auf dem Level uns umgucken? Müssen ja nicht gleich auf den höchsten hochsteigen, ob wir hier irgendwas Interessantes noch entdecken können. Außer noch einen Weg entdecke ich hier nicht viel. Ist das? Nee, das ist nicht der Weg, der rüber führt, ne? Das ist der Weg hier drüben, der rüber führt. Ist aber extrem geil gemacht, also diese Wege hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann nehmen wir mal den oberen, wenn wir schon gerade hier sind. Essen nebenher noch was. Man kann sogar im Springen essen, das finde ich sehr cool. Stellt euch das mal vor, ihr versucht Melone zu essen und nebenher zu springen. Das will ich mal sehen, hey. Ich wäre schon fast jetzt davor. Nee, das lassen wir schön bleiben. Ja, cool. Jetzt sehen wir schon weiter. Diamant. Schön, was man hier alles so entdeckt. Ah, aber hier geht's nicht weiter.
Doch, hier geht's doch runter. Ich könnte mir doch nicht erzählen, dass hier nicht weitergeht. Guckt mal, was da unten ist. In ganz weiter Ferne. Da waren wir ja irgendwann mal. Da sieht man schon fast nicht mehr in den Sichteinstellungen. Die sind mal wieder. Nö, die sind auf Fahr. Cool. Ah, ja. Interessant, interessant. Sehr schön. Das heißt, wir müssen das nächste Mal den unteren Weg nehmen. Das merke ich mir jetzt. Und versuche dann so schnell wie möglich hier wieder zurückzukommen. Ja, da gehen wir das nächste Mal hier rein und hier rein. Denn wir müssen jetzt erstmal wieder schlafen gehen, weil nachts möchte ich mich hier oben eigentlich nicht rumtreiben. Das dürfte einen baldigen Tod mit sich ziehen, deswegen lassen wir das schön bleiben. Zack. So ein bisschen Fallschaden ist ja nicht schlimm. Ja, Gold, cool. Die Frage ist jetzt, ne, noch mehr Gold, ist noch cooler. Die Frage ist nur, wie kommen wir hier wieder lebendig runter, ne? Ich hatte mir ja mal einen Weg gebaut, ne? Vor langer, langer Zeit. Es gab es einmal einen Weg gebaut von mir hier hoch. Und den habe ich wohl irgendwann mal dann so verloren. Und jetzt komme ich nicht mehr runter. Ah ne, hier ist er. So irgendwie so und dann so. Und dann hier noch ein bisschen Fallschaden und dann hier noch ein Sprung. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder unten. Und es geht's zurück. Ganz schnell. Da sieht man noch den Weg vom letzten Mal. Den habe ich hier irgendwie gebaut gehabt. Dann hatte ich mich hier so rumgebaut. Also, wenn ich den Weg hier schon mal gegangen bin, und ich bin den schon mal gegangen, und da war es, glaube ich, genauso knapp bis zur Nacht, dann muss es ja bedeuten, dass man hier irgendwo lebendig runterkommt. Das war, glaube ich, mein lebendig runterkommen, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Naja, Fallschaden. Was soll's, ist ja nicht viel. Wir spielen, glaube ich, auf normal. Ja, hatte ich mal vorher nachgeguckt. Wir spielen auf normal. Das heißt, es ist eigentlich, ja, es ist nichts zu einfach oder sowas. Wir bekommen auch alles Gift und so weiter. Das ist so, wie es sein sollte. Und wir verlieren auch extrem viel Gesundheit, hey, Alter. So, nebenher können wir essen. Ich finde das so episch. Zack, und es ist schon wieder Tag und wir haben irgendwie. Ach doch, wir haben ein Kadaver voll Redstone hier. Aber ansonsten haben wir nichts. Nee, haben wir nicht. Und weiter geht's. Kleiner Aufenthalt. Nichts Großes passiert. Ich werde weiterhin sprinten. Und dann geht's jetzt mal hier. Creeper. Wie die es hinkriegen, hier oben einfach zu spawnen wie die Verrückten. Mann, jetzt habe ich schon zweimal versucht, den runterzuschmeißen. Ich finde das ja so mies, dieses Lag der Sound Engine, ne? Dass ein Creeper, nachdem du ihn getötet hast, immer noch weiter zischt. Da denkst du jedes Mal, ach Scheiße, jetzt kommt ein anderer von hinten oder so. Und in Wirklichkeit hast du ihn schon längst getötet und er zischt einfach noch einen Meter. Das ist mies, das könnten sie mal fixen. Ich bin sofort. Für sofort aufhörende Sounds, wenn man einen Creeper getötet hat. Das macht mich ja noch paranormal. Was habe ich gerade gesagt? Paranoid. Geht ja so nicht weiter. Nee, 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 nee. Wir haben schon wieder Hunger, hey. Das ist ja voll die Hungerschlacht hier oben. Das ist ja schon fast wie Hunger Games. Ha, jetzt habe ich einen Witz gemacht. Und wir gehen wieder hier runter. Oh, Glück gehabt. Und fallen wieder nicht in diese großen Löcher rein. Und man sieht voll die Treppe, die wir gehauen haben, hey. Voll das Muster, hey. Da hat er sich aber auch Mühe gegeben, dass man das. Oh Gott. Dass man das nicht so einfach schafft. Ach komm. Das halbe Herz, das kannst du dir sonst wohin stecken. Wir sind ja nicht hier in Binding of Isaac, wo du einfach jedes Herz brauchst. Also ich brauche dort jedes Herz, sonst schaffe ich den Endgegner nicht. Also nicht den normalen Endgegner, sondern das blöde Herz von der Mutter. Das kotzt nämlich so einen Meter lang an. War hier der Weg? Ich glaube schon, ja, genau. Was für eine Erkundung hier. So, dann geht's hier wieder. Jetzt wäre ich ja wieder fast runtergefallen. Also ich glaube, der Spring Key, den braucht man hier am meisten. Es gibt ja hier wunderschöne Stats. Dann Statistics. Walked, fallen, flown. Es gibt das sicher auch so ein Ding, wie oft man gesprungen ist, oder? Item Jumps, hier, genau. Oh, wir haben erst 30.000 Mal die Leertaste gedrückt hier. Und zwar seitdem. Das ist noch mit. Das sind alle anderen Projekte mit. Also, das sind auch etwa so die letzten 3 Monate. Ja, habe ich 30.000 Mal auf die Leertaste gehauen? 30.000 Mal? 30.000 Mal? Hey, wenn ich für jedes Mal einen Cent bekommen hätte, ne? Das wären echt gute YouTube-Einnahmen gewesen. Alter, 30.000, was meine Leertaste aushalten muss. Nee, 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 ja. Das kannst du voll vergessen. So. Nicht, dass mir einfach Creeper unten durchspawnen.
Da haben wir was dagegen. Ah ja, das ist also der Weg, der da runterführt. Vielleicht können wir da auch so die nächste Nacht pennen. Fände ich natürlich auch cool. Blub. Blub. Wie sah denn gerade meine Uhr aus, hey? Uah, die sieht ja voll hässlich aus. Ja, das Gold können wir auch noch gleich mitnehmen, wenn wir hier sind. Das macht ja jetzt keinen Unterschied mehr. Außer Gold kriegst du hier aber nicht viel. Gold und Redstone, aber nützliche Items. Weit gefehlt. Ah, noch mehr Gold. Ja, geil. Was ist denn das hier für eine Goldmine, hey? Hat der gedacht, man kann sich vielleicht mit Gold Sachen kaufen oder so? Ich meine, Gold mag ja ganz effektiv sein, aber in den Massen? Das sind ja keine Maßen mehr, das sind einfach nur noch Massen. Immerhin, wir wissen jetzt, wo unser Weg darüber geht. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Wenn man hier lebendig rüberkommt. Da habe ich gerade schon einmal den Tod ins Auge gesehen. Kommt man nicht, das heißt, wir müssen außen rum gehen. Verdammt, aber egal. Der Tag ist fast bei Mittag. Das heißt, wir sollten jetzt demnächst da drüben ankommen, weil wenn da kein Bett ist, ne, darf ich wieder umkehren. Sag mir nicht, dass wir tatsächlich jetzt hier runter müssen, hey. Moah, einmal komplett außen rumlaufen, hey. Das darf doch nicht wahr sein. Übrigens interessant, ich habe das mal nachgelesen. Sprinten und sowas ist ja nicht das Einzige, was Energie kostet. Tatsächlich jede Bewegung, die man hier eigentlich macht, oder so gut wie jede Bewegung, auch springen, schwimmen, laufen, das kostet alles Energie. Natürlich in verschiedenen Maßen, aber es ist echt interessant. Und das Ganze wird sogar nicht nach, Laufen wird nicht nach Länge gerechnet, sondern nach Kilometer. Sprich, wenn du auf Eis läufst und springst, dann verhungerst du ja dabei wie so ein Toter, weil du extrem schnell bist. Viel schneller als normal. Das hatte ich ja zum Beispiel auch in meiner Extreme Heights, ja nee, in meiner Bedrock Adventure Map hatte ich das ja auch benutzt. Blub. Naja, noch geht's ja lebendig hier runter, ne? Ja. Da ist auch der Villager, von dem ich gedacht habe, dass er hier sein müsste. Der ist natürlich wieder türengeil, wie alle Villager. Zack. Da sind sogar richtig viele Villager drin. Meine Fresse, ey. Willkommen. Base-Eid, Hausparty. Give it up for Squire. Ja, Hausparty trifft's recht gut, du. Boah, alter Falter, ey. Das ist doch nicht dein Ernst. Also hier nicht Villager reinspawnen. Oh, das Gefängnis hier. Scheint so. Also da scheint mir nichts mehr unten zu sein. Moment, wir gucken mal kurz rein. Noch kann man das ja machen. Ja, das sieht recht tot aus hier aus. Zack. Ich habe leider eins verloren, sonst hätte ich es wieder zugebaut. So. Die machen wir zu. Und hier ist keine Hütte drin. Aber ein Haufen Menschen. Ganz viele Menschen. Ach, komm. Oh mein Gott, hey, ihr seid doch total Banane, hey. Ja, und hinter Base fängt es dann an. Nochmal geht's hier runter. Da ist vielleicht noch was. Und dann sind wir hier. Base 9, Extreme Heights. Now you ask, why is that the same name of the title of the map? Well, shut up and die. Verdammt, er hat mich durchsch... Geil. Er hat mich durchschaut. Das ist es also. Wir sind am Kernpunkt angekommen. Boah, das ist richtig cool. Extreme Heights ist der Name der Map und Extreme Heights ist auch der Name des Pfads hier drüben. Wir sind also dort, am höchsten Punkt. Noch sind wir nicht da, aber der Weg hier wird uns garantiert darüber führen. Fuck, Alter. Das geht doch nicht. Das ist ja voll abgefuckt. Aber gut, darauf belasse ich es erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Da werden wir dann den Glowstone hier mitnehmen und dann schnellstens zurückgehen, weil Nacht und sowas. Dann gucken wir uns irgendwie ein zweites Bett hercraften. Oder wir nehmen es einfach mit und verlagern uns hier rein. Und dann gehen wir darüber und gucken, was wir da so alles auf der Spitze des Berges entdecken können. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Euer Skate 702. Ciao!